machen wir dann mal hier so zum Ende hin. Wobei hier würde ich dann die Normalstation, dann machen wir die hier mal so hin. Oder hier. Aber das würde, glaube ich, dann nicht mehr passen, ne? Machen wir die hier hin, die Überwachungsstation. Wobei. Ach so, wir haben schon. Ah, wir haben aus Versehen eine Überwachungsstation gebaut. Wir wollten ja eine Normalstation. Machen wir die Normalstation hier oben. Und die Überwachungsstation machen wir dann dorthin. Und dann haben wir erstmal alles, hoffentlich. Jetzt müssen wir nur noch Personal engagieren. Wir sind wieder minus. Ja, wer hätte es gedacht? Aber gut, das ist halt so anfangs. Was wir hier auf jeden Fall noch machen, sind natürlich die Korridore. Sehr, sehr wichtig. Und wir haben, glaube ich, einen Empfang vergessen, aber das können wir ja immer noch machen. Zack, machen wir erstmal so auf jeden Fall. Und das hier gehört auch noch auf jeden Fall dazu. Und den Empfang. Braucht man überhaupt einen Empfang? Ich weiß halt nicht, ob man immer einen Empfang braucht, benötigt. Das weiß ich leider nicht. Wir machen mal ohne Empfang. Vielleicht können die sich das hier teilen, aber ich glaube eher nicht. So, gehen auf nochmal Verwaltung und dann, genau, planen wir mal die Ärzte ein. So, Allgemeinmediziner für die innere Medizin. Da brauchen wir auf jeden Fall einen guten. Da würde ich dann glatt mal die Linda Stachelhaus nehmen. 65% Anästhesie. Arzt. Anästhesie brauche ich bei ihr eigentlich nicht, aber wir nehmen sie trotzdem mal. Können wir sie abändern? Können wir da die. Ja, da will ich gerne die fortgeschrittene Diagnose, weil sie ja eigentlich nur Diagnose stellen muss. Hier in der Allgemeinmedizin. So, Abstellraum, da können wir auch wieder ein paar günstiger einstellen, ein paar Hilfskräfte für jede Schicht. Huch. Na. Nachtschicht natürlich auch. Zack. Zack. Ah, fast schon zu teuer, 5,94. Und zack. So, Schwesternzimmer. Wobei, wir machen mal erstmal diese technischen Assistenten. Ich habe jetzt erstmal. Wollen wir auch gleich Nachtschicht machen? Ich weiß es nicht. So, Kardiologieassistent. Ich würde sagen, da machen wir die hier. Komm, wir machen Nachtschicht auch gleich, wenn schon, denn schon. Hier aber nicht so einen teuren. Dann nehmen wir mal hier die hier, die Andrea. Ne, die Mona Graf. Ne, Andrea Heimann. Die gefällt mir doch ein bisschen besser. Und dann fangen wir an mit. Genau, mit den Ärzten. So, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Operateur. Wir fangen mal mit den Operateuren an. Huch. Oder brauchen. Nee, die brauchen gar keine Operateure, okay. Ah, okay, also in der inneren Medizin wird nicht operiert. Okay. Die brauchen also einen Arzt. Aber der braucht keine Anästhesie oder sowas. Also einfach nur ein Arzt, der hier wahrscheinlich hier rumgeht und schaut. Wen nehmen wir denn da? Innere Medizin 33%, 40%, 57%. Die nehmen wir. Wobei der ist noch besser, ne? Patricia Pfeiffer. Wir nehmen Patricia Pfeiffer. Und für die Nachtschicht auf jeden Fall auch. Da vielleicht nicht so teuer. Nehmen wir mal so ein Mittelding. Die ist ganz gut. 334. Jawohl. Und dann brauchen wir Pfleger. Pfleger einmal für die Frühschicht. Stationäre Behandlung 4%, 36% Daniel Vogler. Nehmen wir einmal den für die Frühschicht und ja, für die Nachtschicht. Nehmen wir mal die Kollegin. Und dann haben wir alles. Eine Lounge haben wir nicht, können wir ja irgendwann nochmal machen, wenn wir vielleicht Platz haben. Aber wir haben jetzt 9 funktionierende Abteilungen. Nice. Sehr gut. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht machen. Irgendwann können wir hier vielleicht die Station ausbauen. Wir haben jetzt hier nur eine Normalstation und eine Überwachungsstation. Ich weiß, was kann man in der inneren Medizin machen? Schade, dass man hier keine Beschreibung hat. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass man nirgendwo eine Beschreibung hat, welche Abteilung was macht. Das wäre natürlich nice. Kann man das hier vielleicht in diesem sich anschauen? Gibt es hier irgendwie Abteilung fertig? Nein, Abteilung schließen.
Wähle Verwaltungsmodus, nein. Nee, schade, kann man sich hier nicht irgendwie anschauen. Das wäre natürlich ganz cool, wenn man irgendwo einlesen könnte, ja, welche Abteilung was macht. Müssen wir mit der hier was machen? Grün heißt, glaube ich, in Behandlung. Ne, Untersuchung. Sie wird gerade unter... Pankreatitis. Antibiotika in... Das behandeln wir mal. Okay, mehr brauchen wir nicht. Ich glaube, der... Ja gut, der ist schon länger da. Der wurde, glaube ich, schon operiert. Ja, wurde schon durchgeführt. Und der wird jetzt in der Überwachungsstation gehegt, gepflegt, bis er dann irgendwann uns verlässt und uns Geld einbringt. Solange kriegen wir keine Kohle. So, und was wir jetzt hoffentlich freischalten können, ist die Krankenkasse, Herzenskasse. Scheiße. Verfügbar, neu vollständig arbeitende Abteilung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oder die Verwaltungsabteilung zählt halt nicht als Abteilung. Das kann natürlich sein. Ah, verdammt. Okay, dann bleibt uns nichts weiter übrig. Okay, man könnte theoretisch hier noch eine kleine Abteilung aufmachen. Oder halt wirklich im nächsten Stock. Das wäre so die andere Option. Okay, bei der brauchen wir nichts weitermachen. Hier ist die Leonie Jäger. Hier stellen wir die Diagnose. Was muss man damit machen? Herzoperation. Ui, okay. Können wir nicht machen. Warum? Können nur ein Spiel. Ja, dann verlegen wir sie doch mal in die Kardiologie. Wird hier die Herz-OP gemacht? Ich weiß es nicht. Herzoperation. Ja, jetzt können wir das. Ah, okay. Wir können also auch die Patienten verlegen. Und dann dort die. Die Operation durchführen. Also klar, Orthopädie, Kardiologie ist klar, Herz oder Orthopädie halt auch sowas wie Knieverletzungen und sowas. Innere Medizin vermute ich dann irgendwie so organtechnische Geschichten. Chirurgie, also hier so diese allgemeine Chirurgie, keine Ahnung. Also Chirurgie ist doch für mich auch einfach eine normale Knie-OP. Das sind ja auch Chirurgen, also das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das ist. Muss ich halt mal schauen, ob wir vielleicht die 9. Abteilung dann hier hinbauen. Ja, es wird aber ziemlich eng. Also ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen tatsächlich noch eine Etage bauen. Also es ist doch nicht die letzte Etage und die letzte Abteilung gewesen. Die Herzenskasse hätte ich auf jeden Fall gerne. Ja, es ist schon schade, dass wir irgendwie das nicht freigeschaltet haben. Wir haben 9 Abteilungen, aber das zählt wahrscheinlich nicht als Abteilung. Schade. Alles ist okay. Alles ist okay. Okay, okay. Oder zählt das hier nicht als Abteilung? Weil der hier halt keinen... Ja, doch. Station. Intensivstation. Ist alles okay. Ja, Neurologie fehlt uns. Bei der Neurologie... Ja. Brauchen wir einen Operationssaal. Oder wir bauen halt eine Pathologie, weil hier brauchen wir nicht so viel. Wir brauchen hier einen Obduktionsraum, einen Kühlraum. Also bei der... Die Pathologie ist nicht so groß, glaube ich. Ich guck mal nur ganz kurz im Baumodus bei der Pathologie, wie groß so diese Obduktionsräume ist. Also der ist ziemlich klein. Kühlraum ist auch klein und mehr brauchen wir gar nicht. Also, okay, wir brauchen einen Bereitschaftsraum und ein Schwesternzimmer. Wieso brauchen wir da... Bereitschaftsräume und Schwesternzimmer. What the fuck? Bereitschaftsraum? Warum? Ach so. Ah, okay, ja doch. Aber ja, doch, klar. Okay. Aber ich glaube, die Pathologie ist doch kleiner als die andere, also als die Neurologie. Bei der Neurologie, da würde ich dann tatsächlich, wenn wir sie bauen, hier ganz oben hinbauen. Und hier würde ich dann die Pathologie hinhauen. Ja, das machen wir. Das machen wir aber erst, wenn wir Geld haben. Natürlich, wir können uns das jetzt natürlich nicht leisten. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir durch diese innere Medizin jetzt die nächste Krankenkasse freischalten. Und die Krankenkasse gibt uns seit 150%. Dadurch, dass das jetzt nicht der Fall ist, ja, müssen wir uns weiter hier mit Almosen beschäftigen.
Was wir aber halt, wie gesagt, nebenbei machen können, ist halt dieses Ziel zu erfüllen. Dann würden wir 20 Patienten statt, ja, jetzt nur noch 9 bekommen. Leonie Jäger, kann sie nicht stationär aufgenommen werden? Wieso? Stationäre Aufnahme. Ah, okay. Müssen wir erstmal auswählen. Wusste ich nicht, dass man das. Achso, das müssen wir alles beantragen mit unserem Arzt. Also stationäre Aufnahme, Herz-OP, Verlegung. What the fuck? Okay, das ist doch schon ziemlich viel, was man machen muss mit einem Arzt. Aber auch ziemlich cool. Irgendwann werden wir auch nur diesen Arzt hier spielen. Weil die anderen, das würde glaube ich dann doch ein bisschen zu viel sein. So, wir beschleunigen das mal. Ja, ich, ja. Wir können jetzt aktuell wieder nicht viel machen. So, minus 20.000 aktuell. Ja klar, durch die ganzen Lohnkosten, die wir jetzt gezahlt haben, ist das natürlich alles in die Höhe geschossen. Aber ich finde, wir haben hier schon was gut. Es sieht natürlich nicht schick aus. Hier die Wände nicht korrekt. Hier so ein paar Lücken noch teilweise. Das Problem ist halt, wir haben halt kein Geld, um das schick zu machen. Irgendwann, wenn wir wirklich alle Abteilungen haben und nichts mehr bauen müssen, dann können wir uns um wirklich dieses Schicke kümmern und vielleicht noch irgendwelche Lounges hinzufügen. Ein Souvenirladen gibt es noch. Es gibt noch Kantinen. Wobei eine Kantine haben wir, glaube ich, schon, ne? Apotheke haben wir und. Nee, Kantine haben wir tatsächlich auch nicht. Also wir könnten noch so viel machen. Ein Dienstbüro, eine Kantine. Das wird uns wahrscheinlich auch alles noch ja, Geld einbringen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das hier sogar noch hinpassen könnte. So eine Kantine oder Souvenirladen. Das könnte hier tatsächlich hinpassen und würde uns eventuell noch eine zusätzliche Einnahmequelle schaffen. Müssen wir uns überlegen. Jetzt können wir aktuell sowieso nichts machen. Ich gehe mal ganz schnell zu unserer Helen Lenzen, weil der Josef Pelter ist wieder da. Eine Armverletzung. Machen wir mal Röntgen. Lukas Fischer. So, Fieber und abdominale Krämpfe. Ja, alles was abdominal ist, da machen wir auch gleich mal abdominales Abtasten. So, Margret Schmidt. Okay, für sie sind keine Untersuchungen mehr verfügbar. Ermüdung, Schwindel. Okay, hier fehlt uns, glaube ich, das Histologielabor. Okay, das heißt, wir müssen sie nach Hause schicken. Wenn wir, weil wir, ich will jetzt auch keine falsche Diagnose stellen. So, hier machen wir dann mal eine Differentialdiagnose, bevor wir sie zur mikrobiellen Probe schicken. Das würde dann auch ein bisschen dauern. Vielleicht bringt das was. Ja, bakterielle Tonsillitis. Antibiotika verschreiben wir. Zack, und nach Hause schicken. Josef Pelter ist auch wieder da. Den haben wir doch. Ne, der wird gerade geröntgt. Sehr gut. Und der Lukas Fischer. Ja, was machen wir denn mit dem? Abdominale Krämpfe hat nichts gebracht. Dann machen wir mal eine Differentialdiagnose. Eventuell bringt das was. Ich. So, der Josef Pelter ist auch wieder da. Einfache Radiusfraktur. Okay. Armgips. Jo, dann geben wir ihm doch mal einen Armgips. Zack. Das bringt uns auch 400 Dollar ein. Maßnahmen ist abgeschlossen für Lukas Fischer. Okay. Ah, ich glaube, wir müssen. Ja, Blähung. Fieber, abdominale Krämpfe. Ich glaube, Temperaturmessung. Ja, wir machen mal Blutabnahme. Ich glaube. Bei sowas. Weil ich glaube, Temperatur können wir. Weil wenn er hier so Blähung und sowas hat. Krämpfe, glaube ich, reicht eine Temperaturmessung nicht aus. Vermute ich einfach mal. So, Josef Pelter ist wieder da. Der hat jetzt, glaube ich, einen Armgips, ne? Hat er bereits seinen Armgips? Armgips, hallo? Armgips, zack. Und nach Hause schicken. So, Lukas Fischer wird jetzt nach oben gehen wahrscheinlich zu der mikrobiellen Probe. Oder hier unten ist das ja noch. Das ist ja hier dieser Bereich noch. So, Helen Lenzen. Hat sie 9 Patienten? Nein. So. Wir spulen das Ganze mal wieder so ein bisschen vor. Ja, weil wie gesagt, man kann hier einfach nicht viel machen in der Nachtschicht. Die Patientenzahlungen und Versicherungszahlungen sind wieder normal.
Ui, okay, schade. Das heißt, wir bekommen 100% von der Gesundheitskasse, 80% von der Pamaduk und 115, okay. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie mehr wurden. Okay, Susanne Ziegler ist kollabiert. Die war aber nicht unter unserer Kontrolle, also alles gut. Nicht unsere Schuld. So, läuft alles, würde ich sagen. Sehr schön. Ich schaue mir nochmal kurz. Ich glaube, hier hatten wir auch alles, ne? Genau. Hier sind auch teilweise schon welche in der inneren Medizin. Sehr geil. Die Frage ist, was hat er? Er hat akute Mastoiditis. Ist eine Infektion der Mastoidzellen, welche sich im Warzenfortsatz des Schläfenbeins in der Nähe der Ohren befindet. Genau, und hier ist jetzt die Antibiotika intervenös. Und das konnten wir vorhin nicht machen. Jetzt geht es durch diese neue Abteilung. Sehr gut. Nachtschicht läuft auch. Hier sind auch die Betten belegt. Ich glaube, am meisten belegt ist die Orthopädie, vermute ich. Nein, tatsächlich nicht. Eventuell die Chirurgie? Auch nicht. Also alle Betten sind nicht belegt. Also wir haben auf jeden Fall noch Platz. Also braucht mir niemand mehr kommen. Hier mit Patient kann nicht irgendwie verlegt werden wegen Platzmangel oder sowas. Das stimmt nicht. So, Patient gestorben. What the fuck? Dilative Cardio. Warum zum Teufel? Sende die Leiche zum Bestattungsdienst. Ja, machen wir. Herzversagen, Atemprobleme. What the fuck? Linda Heimann ist der Ober. In der Intensivstation ist sie gestorben. Krasse Geschichte. 19 Jahre, what the fuck. Ja, traurig. Traurig, traurig, traurig. So. Können wir mit der hier noch was machen? Nein. Wir haben keine Patienten mehr unter uns. Beziehungsweise die behandeln müssen. Patient geht jetzt, Saskia Müller. Ja, warum? Sie war doch nicht unter unserer Aufsicht. Dennis Vogt. Maßnahme abgeschlossen. Atemprobleme, Schwitzen. Machen wir mal eine, abdominales Abtasten, würde ich mal sagen. So, ich würde sagen, ich lasse das Ganze hier einmal komplett durchlaufen. Maßnahme abgeschlossen. Hat leider nichts gebracht. Dann machen wir mal eine körperliche Untersuchung. Ich weiß nicht, ob das alles was bringt. Man, das geht aber schnell. Okay. Ja, doch akutes rheumatisches Fieber. Antibiotika verabreichen wir noch schnell. Den, wow, über 1000 Dollar. What the fuck? Okay, der kommt von der Autschi GmbH. Die gibt uns natürlich sehr viel. Sehr gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich wieder einen Cut. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und ja, in der nächsten Folge schauen wir, dass wir die Pathologie errichten und hoffentlich dann die 9. Abteilung zum Laufen bringen. Und hoffentlich die Herzenskasse freischalten, damit wir noch mehr Geld kriegen. Und dann sollten wir es hoffentlich haben. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao.